Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Erster Tag des Events überstanden. Wir haben jetzt übrigens 1 Milliarde geknackt an gefangenen Pokémon. Ich denke mal, morgen müsste Doppelstaub auch freigeschaltet werden. Auf jeden Fall, ich bin bereits fix und fertig nach dem ersten Tag. Update habe ich auf Instagram, Facebook und Twitter gepostet heute Morgen. Wir reden gleich noch darüber, aber ihr könnt mir da folgen und dann vor allem auf Instagram, da mache ich diese Instagram-Story und dann könnt ihr mir dann noch genauer folgen, falls es euch interessiert, was ich so am Tag mache und wie ich so grinde. Aber bevor wir über meine Statistik von gestern, also vom ersten Tag reden, gibt es ein paar Neuigkeiten. Und zwar zu den Raids und EX-Raids. Da hat Niantic mal ein bisschen Einblick gewährt, was die sich so denken, weil wir haben uns so oft schon gedacht, was denken die sich eigentlich, diese Verrückten? Also zuerst zu den EX-Raids. Da gibt es ein paar Punkte. Nichts Außergewöhnliches, sage ich jetzt mal, nichts, was jetzt so sehr überraschend ist. Den Link packe ich nochmal unten in die Beschreibung, dann könnt ihr euch das selber nochmal durchlesen, weil wir müssen rauszocken, noch mehr EPs machen. Auf jeden Fall Punkt Nummer 1 erstmal. EX-Raid-Kämpfe werden hauptsächlich in Arenen, in Parks und Locations unserer Partner stattfinden. Das wussten wir bisher schon, zumindest das mit den Partnern. Und die außerhalb, das mit den Parks, ist halt Auslegungssache, was man als Park bezeichnet, aber zum Beispiel diese eine Arena, ich habe euch glaube ich schon mal davon erzählt, in Schwabing bei uns. Ja, das ist eigentlich kein Park. Das ist ein alter Nordfriedhof, wo ich bereits eine Menge Ärger von euch bekommen habe, weil ich dort schon mal ein paar Videos gedreht habe, weil da zum Beispiel Ends of Incognito kam. Das ist halt, wie ich es schon öfters gesagt habe und mich verteidigt habe, das ist halt kein Friedhof mehr eigentlich. Das halt ist ein alter Friedhof, der ist nicht mehr aktiv. Da sind zwar noch Grabsteine, aber eigentlich wird er als Park genutzt. Da ist ein Spielplatz, die Leute joggen dort und so. Und anscheinend, laut Niantic, ist das auch ein Park, weil dort kam halt schon öfters, zweimal, ein EX-Raid. Und das würde halt dem Kriterium da passen, Arenen in Parks. Aber was bisher auf jeden Fall klar war, ist halt gesponserte Arenen. Bei uns Parsing, die zwei. Brunnen und Food Court, gab schon öfters welche. Jetzt während des Events mache ich dort sehr, sehr viele Raids. Ich blende hier mal ein paar ein. Wegen den Doppel-EP, Vierfach-EP mit Glücksei. Da lasse ich mir auf jeden Fall kein Raid in der Nähe entgehen. Und wenn ich Glück habe, kriege ich demnächst auch einen EX-Raid. Schauen wir mal. Blend hier ein. Wir haben einen, also was heißt ein? Ich habe mehrere Raikus gestern gemacht und sogar einen Nidoking mitgenommen. Das lasse ich mal hier kurz einblenden, während ich hier noch weiterrede. Punkt Nummer 2. Je höher das Level des Arena-Ordens eines Trainers ist, desto höher ist die Chance, dass er zu einem EX-Raid-Kampf eingeladen wird. Weil ich kenne viele Kollegen, die haben dieselbe Arena gemacht und nicht jeder von denen hat die Einladung bekommen. Sprich, wer die wahrscheinlich höher hat, mehr Punkte da drauf hat, der kriegt die Einladung halt. Das würde einiges erklären, wieso manche bisher eine Einladung bekommen haben und manche nicht, obwohl die dieselbe Arena, denselben Raid gemacht haben. Punkt Nummer 3. Je mehr Raid-Kämpfe ein Trainer bestritten hat, desto höher ist die Chance, dass er zu einem EX-Raid-Kampf eingeladen wird. Viertens. Die Startzeit eines EX-Raid-Kampfs wird sich zukünftig an beliebten Raid-Zeiten der jeweiligen Arenen orientieren. Fünftens, wenn ein EX-Raid-Kampf nicht zustande kommt, werden eingeladene Trainer durch eine Meldung im Spiel darüber informiert. Okay. Sechstens, Trainer erhalten Sternstaub und Premium-Raid-Pässe, wenn ein EX-Raid-Kampf nicht zustande kommt. Meine Frage ist halt, wie sollte der nicht zustande kommen? Das ist mir nicht ganz klar. Und dann noch Veränderungen bei den normalen Raid-Kämpfen. Trainer erhalten nun goldene Himbeeren für den Abschluss von Raid-Kämpfen. Das heißt, nehme ich mal garantiert goldene Himbeeren. Weil bisher waren die nicht garantiert. Das würde schon einiges verändern, vor allem für das Arena-Meter. Dann würden Leute wieder mehr verteidigen und füttern. Und gegenfüttern halt, weil bisher haben die da echt rumgegeizt. Was heißt rumgegeizt? Rumgespart halt. Weil ich zum Beispiel fütter nie dagegen. Lieber benutze ich die. Und dadurch, dass die vielleicht jetzt garantiert sind, könnte sich das auf jeden Fall ändern. Zweitens, die Anzahl der Tränke und Beleber, die Trainer durch den Abschluss von Raid-Kämpfen erhalten, wird reduziert. Also noch weniger Tränke und Beleber. Die gibt es momentan eh schon so wenig. Aber trotzdem gut. Also wer braucht schon Tränke und Beleber? Ihr kennt meine Meinung. Man kann auch mit halbtoten Pokémon rumlaufen. Das ist echt kein Problem. Im Gegenzug wird die Qualität dieser Tränke erhöht. Okay, das ist schon mal gut. Dann drittens, Wahrscheinlichkeit, Sofort- und Lade-TM beim Abschluss eines Raid-Kampfs zu erhalten von Stufe 3 oder höher, wird erhöht. Sehr gut. Vor allem Lade-TM brauche ich. Viertens und der letzte Punkt. Trainer werden nun nach einem Raid-Kampf mit Sternstaub belohnt. Und anscheinend ist es 500 Sternstaub pro Raid, was eigentlich echt nicht viel ist.
Dann erzähle ich euch noch kurz von meinem Tag gestern. Kurz vor 12 bin ich Pasing angekommen und kurz nach 10 bin ich gegangen. Also 10,5 Stunden habe ich ungefähr gezockt. Da haben mich schon viele gefragt, wie lange ich gezockt habe. Erste Statistik, Pokestops gedreht. Blende ich hier natürlich ein. Habe ich, Moment, ich muss mal kurz rechnen, 633 gedreht gestern. Dann entwickelt. Das überrascht mich, weil ich echt nicht dachte, dass ich so viel entwickelt habe. Aber ich habe 644 Pokémon entwickelt. Sehr überraschend. Und gesammelt, gefangen habe ich 700, oder? Ja, 709 Pokémon. Und man munkelt eigentlich, dass 500 pro Tag ungefähr das Limit ist für Softbahn. Aber schauen wir mal, das variiert immer. Man kann sich ungefähr 500 pro Tag leisten und dann gibt es noch ein Wochenlimit von 3,5. Deswegen kommt man auf diese 500 pro Tag. Aber wenn man an einem Tag mehr fängt und dafür am nächsten Tag weniger, dann gleicht sich das immer aus. Aber wenn man jetzt zum Beispiel beim Event alle Tage viel fängt und bei jedem Tag dann das Limit überschreitet, dann kommt halt der Softball. Also schauen wir mal, wann ich den Softball erhalte. Und hier EP, das Wichtigste. Angefangen habe ich mit 47,3, also 47,29. Und jetzt habe ich 49,31. Sprich, ich habe gestern mehr als 2 Millionen gemacht. Ein guter Start. Es gab ein paar Faktoren, also ich hatte zum Beispiel auch noch ein paar 10er-Eier übrig. Die blende ich natürlich auch hier ein oder habe schon eingeblendet. Mit ein paar Super-Inkubatoren noch vom letzten Event, also die haben auch ein bisschen Punkte gebracht. Also heute wird es auf jeden Fall schwächer, wie immer natürlich, aber ich versuche da nicht allzu stark abzusinken im Vergleich zu gestern und da trotzdem wieder reinzuhauen, obwohl ich bereits schon echt K.O. bin. Aber mal schauen, wie es läuft. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so läuft, wie sind eure Ziele, wie viel habt ihr gemacht. Ansonsten, was haltet ihr von den neuen Informationen über die Raids? Habt ihr schon einen EX-Rate oder leidet ihr so wie ich? Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist just Business.